So, mein Name ist Sabita Lucchetti. Ich bin 21, im Juni 22. Ich bin in die dritte Jahr von Apin Gymnasium. Ich will etwas in IT arbeiten, als Developer, aber Software-Developer, aber bin ich nicht in welche eigentlich bereit will, aber in IT ist sicher. In Italien, ja, weil dort war eine Schule von Wirtschaft und Informatik und hier in Apin Gymnasium ist das gleiche, Wirtschaft und IT. Die Sprache, weil ich habe nicht ganz alles verstanden. Es war hilfreich, dass ich schon in Italien die Schule gemacht habe, weil zum Beispiel bei Geschichte, Biologie und so, ich habe schon gewusst, was über was ist, aber nicht die Sprache, wie zu sagen. Deinen Stundenplan entscheiden, wie du willst. Mhm. Es muss ja eigentlich 21 Stunden sein, aber du kannst sagen, ich will das jetzt, das machen, ich will das in Schnellspur machen, ich will langsamer machen, ich will das entscheiden. So ist wirklich. So, ich habe wirklich Glück, weil ich brauche nicht zum Arbeiten im Moment. Ich habe meine Eltern und meinen Freund. So alle drei arbeiten. Ich bin die Einzige, die das nicht braucht. Sie hat mir immer gesagt, du musst nicht arbeiten, arbeiten wird, damit du eine bessere Arbeit findest und nicht zum Beispiel zu putzen oder so gehst. So, ist schwer, aber du musst gehen, probieren. Es kann sein, dass du etwas falsch sagst, etwas falsch sprichst, aber ist normal. Jeder macht Fehler. Und du musst nur weitergehen, weil du werdest so gute Menschen finden, auch die Lehrer sind so nett und du wirst es schaffen. Ist schwierig, aber ist für die Beste. Ich bin eine Person, die nicht am Stress gut reagiert, aber wenn mir jemand Zeit gibt, dann ich denke positiv wieder. Am Anfang ist alles negativ, aber dann es geht, okay, ich kann das, ich muss das machen. So ja, die Positivität, die geht nach der Negativität, ist bei mir geht. Ich habe ein Praktikum gemacht in Italien als Sekretärin bei einer Frau, die meine Mutter gearbeitet hat. Und sie war die Sekretärin, weil die Eltern haben das Film gehabt. Und sie hat nicht ein Vorbild oder Schule über das gemacht. Sie war komplett neu in die Wirtschaft. Und sie hat alles geschafft von Anfang, ohne zu wissen. Sie hat gesagt, ich habe auch Fehler gemacht, aber ich habe geschafft. In meine Methode, ohne wirklich zu lernen oder darüber, aber sie hat geschafft. Und das habe ich admiriert, weil jemand, die kann adaptieren, eine Situation ist. Ich will auch so sein, aber ein bisschen schwierig für mich. Mein Kopf, das kann ich sagen, mein Kopf. Weil wenn wir sind hier gekommen, wie in Italien, war das Problem mit der Sprache, nicht nur für mich, auch für meine Familie. Und ich bin immer die Person, die mit jeder Person gegangen ist. Und wenn Dokumente braucht oder etwas bei Arzt oder so, so auch wenn wir hier gekommen sind, habe ich das angefangen in Englisch und dann wieder in Deutsch. So, ich war proud of me, dass ich nicht jemand andere brauchte zu rufen, wie die erste zweimal. Ich konnte allein gehen und meine Dinge machen, ohne jemand andere zu brauchen. Das war die. Hat mir, okay, du kannst das schaffen. Hast nicht das gedacht, gegeben. Meine Familie, weil wenn ich eine schwere Situation habe oder fühle ich mich nach unten in Depression oder so, die sind immer bei mir und helfen mir und sagen, na, du kannst das schaffen, auch wenn eine schwierige Prüfung ist, na, du kannst es schaffen, ich bin sicher. Du kannst es, wir sind hier, wenn du etwas brauchst. Mein Freund, ich gehe immer in eine andere Zimmer zu lernen. Und ich war, ich,
rufe immer meinen Freund, kannst du mir kommen hören, ob ich das richtig sage? So ja, die sind immer bei mir.